Hi und willkommen zu einem weiteren Let's Play von Dark Souls, diesmal jetzt quasi mit der dritten Runde. Letztens, da habe ich es endlich mal geschafft gehabt, die Gargoyle-Statuen da zu besiegen auf dem blöden Glockenturm und konnte somit auch die erste Glocke aktivieren. Und danach habe ich, muss ich zugeben, hatte ich erstmal wieder gar keine Peilung mehr, wo ich hin muss. Bin dann irgendwo unten in Neu, wie ist das, Londo rumgeeiert, wo die ganzen Geister sind. Da habe ich aber mehr auf die Mütze gekriegt als alles andere. Und hatte mir dann eigentlich vorgenommen gehabt, dass ich, man konnte im Finsterwurz, wo ich beim letzten Mal so ein bisschen rumgestolpert bin, ja, da gab es so eine Medaille, die man einsetzen konnte. Und die konnte man ja beim Händler kaufen. Die wollte ich mir eigentlich erfahren, weil die kostet eigentlich 20.000 Seelen oder sowas. Weil ich wusste nicht so richtig, wohin, und ich musste irgendwie nach einer Option suchen. Ja, und dann bin ich ein bisschen farmen gegangen und so. Und dabei habe ich dann halt noch zwei Wege entdeckt, die ich auch nicht auf dem Schirm hatte. Oben beim Drachen, da war noch eine Tür, die konnte ich mit einem Schlüssel öffnen. Und auf dem Friedhof, da ging es auch nochmal irgendwo hin. Ich weiß nicht, war es jetzt Kerker oder Katakomben. Ja, ich hoffe mal einfach, weil ich jetzt hier immer in der Nähe bin, werde ich gleich mal hier oben, wo ich die eine Tür mit dem Schlüssel geöffnet habe, die habe ich glaube auch bei den Gargoyles bekommen. Und ich hoffe doch mal, dass es eventuell jetzt auch der richtige Weg ist. Nicht, dass ich da jetzt auch wohl einen auf die Mütze kriege, weil so orientierungsmäßig muss ich gestehen, habe ich keinen so richtigen blassen Schimmer, wo ich immer lang eiere. So, ach, hier oben war ja nochmal zwei Ritter, oder? Weil egal, wo ich bisher war, ich habe irgendwie nur auf die Mütze gekriegt. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass eigentlich in den anderen Spielen die Orientierung ein bisschen besser war. Stimmt. Feuer, Schweine, Kacke. Ja, der will nicht, scheiße. Speit der nicht eigentlich auch Feuer? Wer schießt da? Ach, da hinten. Ja, bin ich ja safe? Jetzt müssen wir beeilen. Nein. Ah, Kacke, ich wusste das. Oder Krepel. Na gut, ging noch. Genau hier. Die Tür hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Die hatte ich dann, weil ich hatte ja den Schlüssel dafür, dann habe ich die da eröffnet. Hey, der Krepel ist ja auch da. Mal vollkauen den Kollegen. Hello there. I will stay behind to gaze at the sun. Mm-hmm. The sun is a wondrous body, like a magnificent father. If only I could be so grossly incandescent. Aha, ja, alles hochinteressant. Na, sagt ihr nochmal was? Oh, hello there. The sun. If only... Okay, gut. Okay, erstmal da jetzt umschauen und hoffen, dass da was Gescheites bei rauskommt. Also ich muss auch sagen, dieses Drachenschwert, was ich eigentlich zuerst noch nicht benutzen wollte, muss ich gestehen, das hat mir auch bisher sehr gute Dienste geleistet. Als ich hier so ein bisschen farmen wollte, bevor ich hier drüber gestolpert bin, habe ich noch zwei so eine Ritter erlegt. Dieses komische Panzerschwein oder was es sein sollte, habe ich auch mal noch weggemacht. Somit sind die Laufwege jetzt ein bisschen frei wenigstens, schon mal schön. Oh, kann man hier eigentlich schnell runterrutschen? Komisch. Geht das nicht? Ich kann nach unten treten auf der Leiter? Aha. Okay, muss ich noch gar nicht. Auch schnell runterrutschen ist nicht, oder? Ach mal, gespannt hier, wo mich der ganze Käse hier hinführt. Genau, ich habe auch mal diese komische Menschlichkeitskacke da benutzt. Also am Feuer. Ich dachte eigentlich die ganze Zeit immer, dadurch halbiert sich meine Lebensenergie, aber ist anscheinend gar nicht so. Dann muss ich mich, als ich das mal nachgelesen hatte, ein bisschen verguckt haben. Wo bin ich denn nun? Orientierung? Was sagt der hier? Du suchst mit rechts. Alles klar, jetzt bin ich so, wo ich bin. Schick. Na, komm her. Perfekt. Aber ich muss schon hier stehen. Das Schwert ist schon eine schöne Sache. Für Einsteiger ist das eigentlich eine gar keine schlechte Sache.
wenn man es weiß. Ich bin auch nur zufällig durch irgendwelche Tippseiten durchgestoßen, weil ich mich ja halt wegen der Menschlichkeit da ein bisschen ein bisschen belesen musste. Ich halte sich aus. Und suchst einen Köder. Ach du Kacke. Hunde. Das sind ja jetzt auch nicht gerade meine Freunde. Kommen da noch mehr? Oh, da ist noch so ein Gräbel. Okay, gut. Das Schwert regelt das. Oh, das sind noch eher neue Wesen. Habe ich schon gesehen. Ah. Ja, ich hasse diese Scheiße. War. Das gibt's doch nicht. Hallo? Okay, das ist Feuerflitz. Ach, diese engen Gassen hier mit den Schlagen, das ist echt mal übel dumm. Oh, scheiß Feuer, ich sehe nämlich gar nichts. Ah, jetzt weiß ich doch, wo ich bin. Stimmt, ich bin die ganze Zeit da oben rumgekrochen. Ah. Was ist das hier? Wie ist denn der da reingekommen? Wohin jetzt? Da lang? Da lang? Das ist jetzt schon ein bisschen verwirrend. Ach, wie ich das hasse. Oh, das ist noch eine Tür. Kann ich da was machen? Nö. Und was haben wir hier? Die Hilfestellung? Achten vor dir angreifen? Aha. Und was ist, wenn ich jetzt hier lang gehe? Das ist natürlich immer ein bisschen kacke hier, so 20.000 Wege. Huch. Please let me out of here. Somebody, anybody, help me. Unlock the door. Damn, I'm finished. How did this ever happen? Mhm. Ach, ich hab die Schlüssel, ja? Okay. No. Wer sind Sie? Brilliant. You opened the door for me. Thank you. I'm saved. I thought I might never escape. I am Griggs of Vindheim. A sorcerer of the school. I am much obliged for your assistance. Thanks to you, I may now resume my travels. Jetzt mehr nicht? Oh, hello. I'm fine. I will rest a while, then return to Firelink Shrine. I have my sorcery. And I will be more cautious next time. Besides, I have an important task at hand. Ah, also habe ich da so einen neuen Charakter in diesen komischen Feuerdings. Aha. Ja. Besides, I have. Komm, gib mir Kram. Oh, Zauberhut. Okay. Oh, hey, wie viel Scheiße nehmen die mir denn jetzt hier auf immer? Aha. Nur Zaubern ist jetzt eigentlich für mich eher Nebensache. Es sind einige Gegner. Ja, einige. Könnt ihr auch mal einer kommen? Ja, schön alle wegnieten. Hey, krieg ich auch so eine Fackel? Die machen ein paar Geräusche. Na, ja, kommt mal heil löschen. Oh, okay. Ich hab nichts gesagt. Mensch. Aber immer schön im falschen Moment loslassen. Das ist Doppelmenschlichkeit. Wenn ich die anlehe, dann kriege ich doch Bonus, oder? Auf Suchen? Irgendwie war das doch. Na, mal ein bisschen Heilung schlucken. Ich ja keine bösen Überraschungen. Versuch's mit Angreifen. Toll. Hauptsache Ring gelegt. Mhm. Pass auf, Falle. Okay. Oh. Ho, ho, ho. Ah. Was habe ich da gerade?
Was ist das für eine Scheiße? Oh. Was heißt hier Blutverlust? Das hat aber reingedrückt. Das hat mich jetzt ein bisschen wie bei Demon's Souls hier in der Ecke. Wo immer irgendwelche komischen Schurken rumgerannt sind. Kettenbrecher. Also Waffen finde ich auch immer mehr. Wisst ihr, bei den komischen, weiß ich nicht, Dunkelritter oder was das für Fuzzis waren eigentlich. Da hatte ich ja auch noch 2 Schwerter gekriegt, als ich die weggemacht habe. Boah, waren aber leider Zweihänder. Zweihänder mag ich immer nicht so. Nicht so meins. Hm, ist hier auch noch was drin, was Schönes? Nö. Tipps. Ich halte es nicht aus. Schon immer noch. Was ist denn das für eine dämliche Bezeichnung? Da kommen schon wieder Hunde. Okay, okay, okay. Gut. Na, das Schwert. Das Schwert regelt. Große Seele. Ja, das ist ja schon wieder so ein blöder Hund. Gut, zum Glück, der hat jetzt nicht so viel zu melden. Ah, siehst du irgendwelche Diebeskram? Oh ja, klar, mein ganzes Rüstungsset. Ich weiß ja nicht, wie viel kann ich denn eigentlich mithocken? Unendlich viel, oder? Das ist jetzt natürlich die große Frage. Was, Gegner oder nicht? Brauchst Soldat? Haben die jetzt 2 Mal hier dasselbe geschrieben? Welchen Soldat brauche ich denn? Ja, vor dir angreifen. Das ist ja alles schön und gut. Ah. Aber der reagiert doch nicht mal. Hallo? Hm? Na, komm her. Irgendwie hier so ein Leuchtfeuer wäre ja eigentlich auch ganz cool. Oh, oh, ich hör's. Okay, ein Bogenfuzzi. Was haben wir hier? Brauchst Boss? Ich mach mich doch alle hier nicht so fertig. Der eine sagt, ich brauche Soldaten, der andere sagt, ich muss einen Boss machen. Was denn du? Oh, ich kann ja hier mich noch kurz ein bisschen umgucken. Ein Leuchtfeuer wäre schon cool. Ja, mal gucken. Wer weiß, wo ich hinkomme? Oh, das Spiel macht mich irre. Es gibt einfach viel zu viele Wege. Ist ja komplett zappenduster. Ach, mit dem kann man reden? You still have your senses about you. Then why won't you buy some of my moss? I need your souls. Game is creepy. Verringert Blutungszunahme. Aha. Giftansammlung. Was? Toxifiziert Feind wirkt auch auf Spieler. Lockt bestimmte Arten von Feinden an. Ja, was denn für Feinde? Oh. Da kann ich eine Waffe noch benetzen. Schön. Was? Wegesmarkierung dient auch zur Höhenmessung. Aha.
Menschlichkeit kann man hier auch kaufen. Was kostet denn das? Oh, 5000. Reduziert Fluchsteigerung und hebt Flüche auf. Aha, aha. Boah, mit 1000 Seelen, das ist das aber ganz schön teuer. Ja, also billig ist es hier gerade alles nicht. Mindert Gifttoxin und stellt Statuswerte wieder her. Okay, man kann ja mal was für Notfälle dabei haben. Ist mal so eh. Das heißt nichts. Gibt es noch so schönes? Das hier kann ich mir nicht leisten, oder? Na komm. Ach nee, jetzt habe ich den anderen Kram nicht gekauft, ne? Ja. Gut, mal gucken. Erstmal, wo es hier hingeht. Ich hoffe ja irgendwo, dass hier noch leicht ein Leuchtfeuer kommt. Hä? Ist das der Durchgang vom Anfang? Ah, ja, warte, hinten ist dann die Ratte. Und dann ist dann hier wieder. Ah, gut, alles klar. Was soll ich jetzt bloß eine Abkürzung genommen? Alles klar, gut, dann werde ich wo mal durch den Nebel schreiten müssen, wie? Tja, der sagt immer, ich brauche Soldat, aber welchen Soldat? Da geht's ja denn eigentlich schon wieder los. Ich meine, da jetzt zum Feuerdings? Da saß ja eigentlich so ein komischer Ritter mit goldener Rüstung. Das was zu bedeuten hat? Scheiße. Jetzt bin ich natürlich neugierig. Das würde mich das schon interessieren. Oder muss ich mir da irgendwelche rufen? Auch jetzt ein Stück Weg, was ich latschen muss. Ach, scheiße. Probier es erstmal so. Jetzt erstmal schön sinnlos hier hin und her eiert. Mal gucken. Vielleicht reißt das Schwert ja ordentlich was raus. Wo war's? Da lang, ne? Ich brauche Soldat. Tja, nur die Frage wirklich, was für ihn. Die sagen alle dasselbe. Na ja, komm. Oh. Ah, oh, 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 oh. Okay. Viel abgezogen habe ich dem Kumpel ja jetzt nicht. Oh Mann. Das ist ja jetzt doch schon ein bisschen. Also meine Menschlichkeit wurde weg. Ah, oh, Hauptsache. Na, werde ich doch mal zum Feuerbandschrein zurücklatschen müssen. Weil diese alle hässliche Ziegendämonen, da war jetzt aber. Der hat mich ja gleich kaputt gemacht. Der stand da ja auch gleich volle Bude in der Tür, war ja richtig dumm. Naja, zumindest habe ich die Abkürzung freischaltet. Das ist erstmal. Was? Das ist besser als nichts. Ich habe irgendwas, wie das für mich verfolgt, irgendwas. Na, hier, guck mal her. Wo ist der Kollege da? Ach, der Typ da unten ist, dass der da rumläuft. Aha, okay, okay. Gut, so Soldat hat er gesagt. Na, werde ich wohl mal zum Feuerband schreien müssen.
würde ich mir eine Schnellreise hier schon irgendwie wünschen. Na, verarschst du mich hier gerade? Oh, das ist doch nicht euer Ernst. Also in engen Gängen kämpfen ist echt die Hölle. Oh, jetzt ist der Typ mit dem Item mit dem Instrument gefallen. Schön. Ab, hier, komm, damit du mir erst gar nicht auf Keks gehst. Ich hoffe, dass das hier ist auch richtig. Nicht, dass die da oben den Soldaten den anderen meinten. Was? Oh, hallo. Hallo? Incidentally, would you care? You're clearly talented. Nee, ich habe jetzt gerade. Muss ich den wohl an Eid leisten? Oh. Very well. I am well then. Was hat denn der hier so? Sehnpfeile? Das habe ich mir schon mal irgendwo krampfhaft erspielt. Akustischer Köder. Okay. Was kostet der Scheiß? 1000. Ja, gut, man kann es ja mal mitnehmen. Wieso auch nicht? That'll do it. That should help. So, warte mal. Irgendwo war doch hier einer, genau, der eine Ritter saß da hier unten. Ich hoffe, das ist der. So, Kollege. If you have none, then stay silent. Ja doch, eigentlich will ich schon etwas. If you have... Ha, okay, jetzt bin ich überfordert. Das ist doch ein Soldat, oder nicht? Das ist doch jetzt schon wieder blöd. Das ist doch blöd, wie... Mich würde das jetzt auch mal irgendwie interessieren, wie kann ich denn... hier irgendwas rufen. Ja, beim Anquatschen, naja, da hat er ja auch nicht viel gesagt, außer dass er seine Sonne da anguckt. Muss ich da denn hier vielleicht was kaufen? Was haben wir hier? Fluch irgendwas? Wegesmarkierung? Was? Wirkt auf Spieler? Nee, hier ist aber auch nichts Gescheites dabei. Ey, gibt's ja. Okay. Schwerer Bolzen. Aber jetzt erstmal noch Vollfett Gift und Feuerpfeile. Tja, cool. Kann man ja mal ein paar im Inventar haben, oder? Auch mal gut, dass die nicht kosten. Ja komm, bei meinem Glück gehe ich wahrscheinlich eh gleich drauf. Wie dient zur Höhlenmessung? Naja. Gut, so, ein bisschen was ausgegeben. Das ist doch irgendwie doof. Soldaten, wo krieg ich jetzt diesen dämlichen Soldaten her? Das ist doch scheiße, Leute. Oh, schön ausgewichen, der Kollege. Ja. Waren hier oben nicht eigentlich auch noch Hundis? Oh, hörst du doch schon. Kommt der runter, oder? Na? Machst du das, oder? Er hört mich noch immer. Ich
Schlauchsoldat. Ja, das ist so absolut nichtssagend. Gucken wir mal, was hat man denn hier? Hinterlässt Rufsymbol. Phantom? Schwarzer Lebe, aber wie kann ich ihn rufen? In der Theorie brauche ich doch dafür bestimmt auch irgendwas, oder? Der mögliche Kampf gegen Geister, Leuchtfeuer, Riesmarkierer, alten Seelen. Tja. Kupfer. Ah, nee, was kann man damit machen? Was Gott der Medizin und des Tranks, selbst eine wertvolle Münze der Menschenwelt, kommt in Lore dran, nur wenig. Was? Nur geringer Wert zu. Da haben wir dort in den Seelen bezahlt und außerdem träumt man gerne Münzen bei sich. Was haben wir hier? Finsterzeichen? Hä? Okay. Okay, benutzen kann ich das nicht. Tod aktiviert das Finsterzeichen, dessen Träger es zum Leuchtfänger seines letzten Rastes zurückbringt. Alle sehen und gehen dabei verloren. Ja, das hilft mir nicht. Okay, ach siehst du, da steht ja auch Online-Spielobjekt. Ha! Ist reserviert für Verbannte und Tote. Hm. Ja, aber es wäre mal schön zu wissen, wie man jemanden ruft. Das wäre doch mal viel interessanter. Weil es hilft mir wie alles nicht, wenn ich die verbannen kann, aber rufen kann ich sie nicht. Das ist doch dämlich. Jetzt hilft mir das irgendwie alles nicht. Tja, Brauchsoldat. Schön. Den Kampf kriegt doch hier gleich wieder komplett Lack. Hm. Scheiße. Es hilft ja eigentlich irgendwie alles nichts. Vor allem, wie heftig der gleich wieder reindrückt. Ich sehe nichts. Oh. Nein, 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 nein. Oh, scheiße. Gerade mal eine Hälfte geschafft. Das geht mir ja jetzt schon mal so ein bisschen um Geeks. Okay, dann kann ich ja aktuell auch erstmal untot bleiben. Was muss ich da wohl noch hinlatschen? Oh, ich komme ja nicht mehr zum Heilen. Alter. Komm mal klar auf deinen Planeten. Oh, ich hab ihn ja schon fast. Kotzt er mich an. Oh, ich hab zwar... Naja, komm. Da drinnen komme ich eh nicht so dolle dazu. Auf ein neues. Oh, Kackgegner. Oh, der kommt aber auch durch mit dem Scheißangriff. Oh, 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 oh. Kann man hier so einen Sprungangriff eigentlich machen? Oh, scheiße. Nee, komm, muss man uns das recht mogeln.
scheiß Vieh. Ah, ich wusste, viel wollt. Heilung. Ja, ja. Was? Nein, 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 nein. Hat es geklappt? Gott sei Dank. Huh. Okay, war zwar jetzt übel nervig, aber geschafft, ne? Schön, kann ich jetzt auch behaupten. War aber ätzend. Oh, das ist ein scheiß Hund. Ne, kann der den nicht anvisieren? Ja, logisch. Hallo? Sag mal, ist der unbesiegbar? Wollte schon sagen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Geht gleich der Herzschlag wieder ein bisschen hoch. Na gut, okay, wenn man das hier so ein bisschen ausnutzt, so mal hoch runter springen. Den ging's eigentlich. Gut, und jetzt wieder zurück und die Tür öffnen. Obwohl eigentlich 8000 Punkte. Jetzt ist so ein Feuer irgendwo, wäre auch nett. Dann könnte ich da nämlich noch ein bisschen was in Level investieren. Schlüssel zu den Tiefen. Mhm. Okay, zumindest wahrscheinlich wegtechnisch erstmal auf der richtigen Fährte zu sein. Hätten sie auch noch Kisten? Mal reingucken. Oh, ich höre schon mal irgendwas laufen. Nicht so geil. Okay, sieht nach Stammergegnern aus. Und Tiefen. Da hätte Licht noch was. Der bleibt da erstmal stehen. Aber ein Feuer sehe ich hier gerade aktuell noch nicht. Das heißt ja, versuch's mit Distanz. Oh. Was sind das für immer? Na, mal probieren. Scheiße. Jetzt ist der Sack auch noch gefallen. Kommt der jetzt hochgelaufen? Ja, ich glaube, wenn er jetzt hochkommt, nur mal heilen. Sicher, sicher. Weil da sehe ich doch auch schon wieder Blutflecken. Das ist doch nicht geil. Na, ich höre es bloß. Okay, da unten. Oh, wo ist denn der Dicke? War das jetzt nur einer? Waren da nicht zwei? Hey, ich habe mich gerade auf was anderes konzentriert, Kollege. Ey, ich brenne. Was ist das deutsche Wolle? Oh, das ist auch wohl ein Kackhund oder sowas. Ist das jetzt ein Gegner oder? Offensichtlich ja. Oh oh. Scheiße, scheiße, scheiße. Uncool. Der sieht nicht ganz ohne aus. Okay, mit ein bisschen Geduld. Jetzt schlagt aber auch mal zu. Oh, 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 also wenn er trifft, dann ist es eklig.
Na, mach einen Schlag. So war das jetzt nicht geplant. Okay, der ist down. Super. Och, Mensch. Also, der geht mir aber auf den Keks. Und von dem habe ich jetzt nichts Besonderes gekriegt, oder wie? Toll. Bin ich ein bisschen nervös. Und da unten war aber... Oh, hier so Gänge und alles so dunkel. Das ist so ungeil. Und was ist das für ein hässliches Vieh? Ach, das ist ein Hund. Ey, da steht ja noch. Gut. Umgucken, habe ich hier irgendwas liegen lassen? Kann man da irgendwie rüber? Über einen scheiß Balken oder sowas? Nee, offensichtlich nicht. Schön, es geht voran, aber Leuchtfeuer, Leute. Ich brauche hier dringend mal ein Leuchtfeuer. Kann man hier irgendwas machen? Nö. Da ist noch ein Hund. Kann das sein, dass die Hunde jetzt auf immer mehr aushalten? Versuch's mit vorne. Oh. Scheiße, wo geht's denn da hin? Große Glut. Da hinten sind nochmal das unteren Hund. Ja, das hier wäre jetzt mal interessant zu wissen. Scheiße. Sieht nicht tief aus, oder? Oh, Kacke, wo bin ich denn jetzt gelandet? Das ist aber eine sehr große Ratte. Na. Ah, na toll. Schießt sich ja dumm und dämlich. Hehe, du kannst nichts machen. Okay, ich kann auch nichts mehr machen. Scheiße. habe ich die Brandbomben noch? Kann ich auch noch versuchen, ne? Dafür habe ich ja... Oh, das drückt ein bisschen mehr rein. Perfekt. Komm, einen haben wir noch. Sauber. Schön. Was ist das selten komisches? Soll das Matsch sein oder wie? Was da hier die Wände runterläuft? Scheiße, muss da hinten rum machen. Was sagt der hier? Leben? Toll. Was soll mir das sagen? Spinnenschild? Boah. Komm, dann müssen wir ja auch mal nachgucken. Was kann das? 62, 0, okay. Hat nur ein bisschen mehr. Aber wiegt doch ein Kilo mehr. Nee, dann bleibt es erstmal. Gut. Aber anscheinend komme ich nicht mehr zurück, oder? Nee. Also muss ich jetzt hier runter hopsen. Gucken, stehen noch irgendwelche doofen Gegner? Ja, mir bleibt nicht viel übrig, als einfach zu springen. Scheiße. Oh, da sind Ratten. Kanalkammerschlüssel. Aha. Seele, namenloser Soldat. Okay, liegt jetzt aber irgendwie so viel Zeug rum.
Menschlichkeit, war es ein Bossgegner aus? Das ist jetzt wieder die Frage. Kann man da runter? Soll man da runter? Scheiße, wie ich sowas hasse. Ja, da kann ich nichts machen. Aber irgendwo gehen bestimmt später mal die Jitter auf, oder? Was jetzt aber noch viel schlimmer ist, jetzt war ich an der anderen Ecke nicht und ich habe hier immer noch kein Leuchtfeuer. Oh, toll. Enger Gang, eine Ratte. Schön. Da hinten ist schon noch der nächste. Nein. Ach du Kacke, was ist das denn? Ist das viel hässlich. Scheiße, 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 jetzt bin ich irgendwo runtergefallen jetzt. Warte mal, die. So eine Viecher kenne ich doch auch. Machen die nicht sowas wie tot? Gab sie nicht schon bei Demon's Souls? Und bei Elden Ring? Oh Gott. Ey Leute, das ist gerade mal so richtig kacke, weil ich habe nur noch kein Leuchtfeuer. Oh, scheiße. Ganz uncool. Ja, okay. Scheißen. Und scheißen. Und ich habe keine Ahnung, was ich mache. Oh, oh, oh. Genau. Das ist sowas, meine ich doch. So eine blöde Scheiße, was die da machen. Da kriegt man doch sowas wie Tod oder irgendwie verzweifelt Scheiße. Irgend sowas, wa? Fall ich mir runter, weil ich habe keine Orientierung gerade mehr. Muss ich mich hier irgendwie durchquälen. Was ist noch so ein Kräpel? Scheiße. Gibt es ja geheime Gänge? Oh, jetzt. Oh, das sind zwei, oder? Scheiße, wo kommt der denn her? Boah, müssen. Da ist eine Treppe. Okay, okay. Erstmal will er ja. Oh nein, das ist wohl. So ein Kackloch. Okay, habe ich Menschlichkeit gekriegt? Ist das jetzt ein Feind? Regen des bösen Auges? Kacke, was ist denn das? Also anvisieren kann ich es nicht. Oh, ätzend. So, dann müssen wir auch kurz den Ring noch angucken, wenn ich hier gerade mal ein bisschen Ruhe habe. Was absorbiert TP von gefallenen Gegnern? Das ist ja lustig. Obwohl, wenn die mich da... Was war das hier? Ich weiß ja nicht, wenn die mich da so anrotzen, gilt das als Flüche? Das weiß ich jetzt leider nicht so. Guck's dich an. Ja, Pfeile auch nicht mehr. Schön. Dann wurde super vorbereitet. Kannst du mal kurz hierher kommen? Na, einer. Alter, das hier ist eine ganz beschissene Ecke, ey. Kein Safe, kein Nisch, wenn ich hier drauf gehe, muss ich all... Oh, Kacke. Mal damit versuchen.
Okay, schon mal zwei weniger. Ah, gut, 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 ich lebe immer noch. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich hier auf dem richtigen Weg bin. Naja, zumindest. Es gibt ein bisschen Kram. Vor allem das Schlimme ist, ich bin ja da vorhin runtergefallen. Oh, und dann, ich will nicht wissen, was es da noch für Wege gab. Das war jetzt, da bin ich eh mal hochgerannt, war. Was mit die Orientierung hier behalten? Oh, ich habe 13.000 Seelen. Ratte? Die sieht ein bisschen größer aus, kann das sein? Gut. Noch eine? Null Peilung, wo ich eigentlich bin. Na gut, okay. Ach, man kommt von hier aus aber anscheinend auch nicht wieder hoch, kann das sein? Na, hier bin ich von runter geklatscht. Aber wo kommen die Ratten her? Die müssen doch da jetzt auch irgendwie hingekommen sein. Ausrüstung reparieren würde ich auch ganz gerne mal. Tja, ist das hier eine Mini-Ratte? Scheiße. Was ist der Weg? Vor allem gibt es hier Geheimgänge, das wäre auch mal interessant zu wissen. In den anderen Souls-Spielen hast du ja auch mal gerne mal irgendwo einen Blödsinn. Oh, Ratte? Natürlich springst du weg. Aber ich sehe auch nirgendwo Hinweise. Latschen die Leute normalerweise hier nicht lang? Okay, die rennt weg. Das soll mir recht sein. Ich muss doch hier aus dem Blödsinn irgendwie wieder rauskommen. Oh, was ist das jetzt schon wieder? Das sieht ein bisschen hässlich aus. Was ist denn das? Blob oder was? Cool, wie ich das treffe. Ach, hey. Das ist doch hier ein Scheiß. Gut, okay, das ist aber erstmal erledigt. Oh, ich finde, man sieht hier viel zu wenig und ich erkenne noch nicht mal richtig was. Oh, da jetzt ist Schwuller hoch, da hinten ist auch noch was. Leute. Komm mal her, Ratte. Hallo? Jetzt kommst du doch auch mal an die Rand. Und jetzt, wo sie mal sollen? Oh nein, das war doch eine Falle. Oh, unten. Lass mich los. Ey, hallo, wie viel zieht das scheiß Vieh an Energie? Okay, also die Kacke hängt doch an den Decken. Danke. Ätzend. Ja. Muss nicht erwischen lassen. Hängt hier noch irgendwo
so ein blödes Teil. Jetzt waren nur noch zwei Ratten. Ja? Kommen die jetzt an die Hand? Hallo? Warum rennt die bloß weg? Okay, das ist auch noch ein Yang. Stimmt denn mit der Ratte nicht? Okay, da jetzt ebenfalls hoch. Oh, da sitzt er noch. Kaufmann, okay. Was haben wir hier? Viel Erfolg. Oh, ich sag mir nicht, das ist schon mal ein Boss. Och, ne Mann. Ey, hier ist nicht ein Leuchtfeuer in der Gegend. Ja, ja, eine Art Händler, das ist schön. Rechten Handblitz, so, ja, das ist schön, das habe ich aber alles schon. Oh, gerades Kristallsperr, Kristallgroßschwert, Kristallschild. Aha. 4000, 6000, 4000, schön. Kristallisiert, gerade sperrt, wie es zu einer Kristallisierung gekommen ist. Sie verstärkt den Angriff, macht die Klinge aber brüchig. Lange kann das Schwert nicht verwendet werden, denn es lässt sich nicht reparieren. Okay. Das ist ja dämlich. Ich will gerne mal meinen Kram hier in Sicherheit bringen. Es muss doch irgendein Weg zu irgendeinem Leuchtfeuer geben. Das kann doch nicht Sinn. Oh, bitte sag mir, dass eine anständige Abkürzung ist. Hier war das Ratten-Ding. Da jetzt auch nochmal hoch. Was ist hier jetzt schon wieder? Ist auf Menschlichkeit. Oh, es sind noch viele Ratten. Wie wäre ich denn lang gekommen, wenn ich nicht runtergefallen wäre, oder wie? Das ist ein bisschen irritierend. Oh. Da ist eine Tür. Scheiße, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Was sind denn das jetzt hier für welche? Ach, hier ist ein Feuer. Oh, hammergeil. Aber das ist nur so eine Ecke, wa? Aber das ist doch schon mal mega stark. Ja, auf die definitiv erstmal rasten. Aufsteigen, ja. Ja. Vitalität auf jeden Fall. Nee, halt, ich müsste da mal mehr auf meine Waffen achten, oder? Was ich da mal hoch. Scheiße, erstmal kurz ins Menü. Ich levele immer so dumm drauf rum, aber das skalieren ja, all die Waffen skalieren ja mit meinen Werten, ne? Wie war denn das? Okay, der skaliert mit gar nichts. Die gezackte Klinge mit Stärke. Wie war es bei meiner Axt? Hochstärke. Bogen ist mit Geschicklichkeit. Ah, gut, okay. Ja. Auf jeden Fall, das kostet ja alles auch schon Vermögen hier. Stärke. Beweglichkeit für den Bogen. Ziehe ich da was drin? Mal so zur Abwechslung. Kondition und so, aktuell geht's noch. Ja, ein bisschen. Wie viele Punkte habe ich denn jetzt noch übrig? 3500. Na, viel ist es nicht. Wie war denn das? Könnte man hier nicht. Da muss ich doch erst Menschlichkeit glaube ich, machen, ne? Habe ich hier noch immer Banale? Ja.
Oh, ich hatte ja schon ihn. Scheiße. Oder muss ich das irgendwie so? Jetzt bin ich voller Menschen. Jetzt kann ich doch eigentlich entfachen, oder? War das so? Ah, gut. Jetzt sehe ich das. Jetzt habe ich das auch offiziell gesehen. Also als Mensch kann ich das. Und dann kann ich mehr Flakons mitnehmen. Ganz feine Sache. Und wo kommen wir jetzt hier raus? Oh. Okay, was von der Ecke bin ich jetzt hier gelandet? Also hier lang latschen ist erstmal gerade absolut uncool. Hier waren die komischen Ratten. Mal hier. Hey. Aber versuche ich erstmal den Boss zu müssen mal rinschnuppern. Mache ich jetzt hier richtig? Ah, da waren die Viecher. Ah, ich kann da durchrennen, oder? Ist ja auch egal. Ach, siehst du, da ist auch nochmal lang. Oh. Oder bin ich da gewesen? Hab jetzt irgendwie komplett ein bisschen der Orientierung verloren. Wo sind wir denn hier? Oh, ist es das Geisterding? Oh, da ist auch schon mal eine fette Tür. Und ich habe keinen Plan, wo ich eigentlich bin. Außer, dass es gefühlt ja ein Gegner nach dem anderen jetzt kommt. Was passiert denn nicht? Mal gucken, wo steht ja? Dickwanst. Aha. Okay, sagt mir jetzt nichts. Oh. Hört auf, auf mich zu schießen? Nee, nee, nee. Eins nach dem anderen hier, bevor ich mich komplett verrenne. Wenn ich am Leuchtfeuer war, das heißt, wenn ich drauf gehe, werde ich da wohl belebt. Ach scheiße, ich hätte mein Zeug mal noch reparieren lassen sollen. Ach, verdammt, gehe ich nochmal schnell zurück. Aber wenn ich jetzt mein Zeug verlieren sollte, dann ist ja auch blöd. Was man hier alles macht. Ey, er hat die. Kommt denn das Vieh jetzt her? Gibt's denn sowas? Ist das durch die Wand geglitscht oder was? Okay. Gut. Ausrüstung reparieren, genau. Es muss erstmal ein bisschen heile gemacht werden hier. Kann man hier nicht auch einfach alles anwählen? Anscheinend nicht. Gut, können wir noch. Wie sieht es denn aus hier mit Rüstung verstärken? Was wurde das? 25, 22, 15, 17? Weiß nicht, mal einfach aus Jux. Okay, komm. Das hier war doch glaube ich auch nicht so doof. Kann man ein bisschen was rausholen hier aus dem Ganzen. Ach komm, kann, schade, kann's nicht. Gut. Ah, ich hatte doch hier noch mein Helmchen, wa? Wo ist denn der jetzt? Komm, der kostet auch einen. Einfach mal sinnlos die Punkte verbraten hier.
Gut. Ich habe immer noch Kohlen. Und das sieht so komisch aus. Ne, geht nicht. Da geht nichts. Na gut, aber jetzt zum Boss. Sofern es da überhaupt weitergeht. Ich habe die Tür noch gar nicht angeklickt. Kann ja sein, dass da ja nichts passiert. Aber ich bin nur noch verwirrt, wo kam die große Ratte her? Nur nicht zu weit in der Mitte. Gut, 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 gut. Händler, das ist das und das und das. Ah, okay, verschlossen, scheiße. also, muss ich jetzt da lang oder da oben lang? Das ist jetzt schon verwirrend. Ich dachte, ich mache da jetzt irgendeinen Fight oder sowas. Und denn nicht? Aber da oben war ja eigentlich so ein komischer Geisterfuzzi, der mich da beballert hat. Und der legt schon mal los. Und bei dem anderen waren diese komischen, aber auf dem anderen Weg waren diese komischen Schnecken. Jetzt weiß ich natürlich nicht, welchen Weg musste ich gehen. Das wird jetzt hier bestimmt so ein richtiges Trial and Error. Was haben wir hier? Aha. Versuch mit links. Okay, Amboss. Okay, wenn ich den jetzt noch rufen kann, mache ich das mal. Ja. So, abwechselnd mal ein bisschen Unterstützung. Aber da kommt doch hier unten jetzt bestimmt ein Boss, oder? Wo ist denn der hin? Nett. Kam ich von da? Ich habe gerade keine Orientierung. Oh ja, okay, das dann wird das jetzt bestimmt Boss. Probieren geht über Studieren. Ach du Scheiße, was ist denn das jetzt schon? Das ist ja gleich mal komplett riesig. Wo kann man den anvisieren? Jedes Wort. Scheiße, wo ist denn hier der Trefferpunkt? Oh. Er hat aber Dollarin hier gedrückt. Wo ist der hin? Ach, fliegen kann er auch noch. Ja, scheiße, wo greift man den am besten an? Okay, der hat mich einfach totgerannt. Klaffdrache, gut. Ja, da kam jetzt nicht viel bei rum gerade. Okay, also macht es ja durchaus Sinn, vielleicht erstmal doch eine andere Ecke anzugucken. Musste natürlich ausrechnen, gleich wieder so ein mega fetter Boss sein. Erstmal jetzt hier mit die Viecher. Ist doch kacke. Kann ich da irgendwie vorbeirennen? Tatsache. Hm. Ja, gucken wir uns erstmal hier noch um. Was ist denn das hier? Sowas wie ein Grab?
Sind das so eine kleine Türen? Das gefällt mir überhaupt nicht. Oh, Auerzeug. Oh, ich muss. Das ist eigentlich ist eine richtig schöne Falle. Oh. Na, wehen. Oh ja. Guck mal her, ja. Hässliches Vieh. Blub, 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 was macht er? Naja, zumindest sind die Viecher langsam. Aber muss ich mich jetzt die ganze Zeit mit dem Scheiß hier rumärgern, oder? Was hier aus von irgendwelchen Decken fallen? Ich hab doch nicht mal eine Ahnung, ob ich überhaupt richtig bin. Wenn ich da unten ist, nur ein fetter Bosskampf. Also viele Alternativen sind gerade nicht. Ach, hier bin ich jetzt. Oh. Oh, der war jetzt aber flink. Gut. Der Krempel bringt aber gleich mal 1000. Okay, Sack. Wollen wir erstmal gucken, was hier noch so ist. Ressource mit Rollen. Was heißt. Was? You must help me. Da ist ja immer. Das ist ja lustig. Thank you. Bitte. I would have been a supper without you. Been eaten alive. I shouldn't think. Thank you. Thank you dearly. I am Laurentius. Or the Great Swamp. I will not forget my debt to you. Das war's jetzt erst. Oh, hello there. I'm fine, thanks to you. Na, kann ich nochmal? Oh, hello there. Ja, und jetzt hilft er mir irgendwie? Muss ich irgendwas machen? Scheiße, ich kann ja eigentlich, so wie ich das jetzt sehe, nur zum Boss gehen, oder? No. Hier konnte ich vorhin. Also hier bin ich nicht hin, weil ich woanders rum gesprungen bin. Na, wenigstens hier mal nach umgucken. Zack. Zack. Sind nicht gerade eben noch in Runde gesprungen? Hat sich so komisch angehört. Na, was sind wir wieder hier? Und das war's auch schon. Also kann ich ja jetzt persönlich nur zu diesen Bossgedöns. Das ist aber gemein. Das ist ganz gemein. Aber der Boss war ja nicht gerade winzig. Das ist irgendwie ein bisschen. Ja. Oh, das ist, ich will mich aber jetzt mit die Viecher hier auch nicht rumeiern. Na, gucke ich mir das hier mal noch an. Na, zum Glück machen die nicht viele. Soll mir recht sein. Große Axt. Ja, ich hab's ja irgendwelche Geheimgänge. Oh, jetzt kommen die schon aus Kisten. Wildes Vieh. Wie
Bin ich hier vorhin schon mal gewesen? Und hab's noch nicht gepeilt? Kann das sein? Und das ist jetzt hier eine andere Ecke. Ah, okay. Ey, mach langsam. Sag mal, was ist denn das für eine Ratte? Na gut, also das ist bloß die andere Seite vom Zaun. Und mehr. Oh, da liegt doch was. Schön. Schön. Noch ein paar Seelen. Oh, Kacke, was ist denn das da jetzt schon wieder? Noch eine Tür. Kommt jetzt hier oben Bossgegner, oder? Hä? Ach so. Was macht der jetzt für Verguckchen? Also kann ich mit denen mehr oder weniger vom Leib halten, oder wie? Kann man... Was passiert, wenn ich den bewerfe? Nein, so, starke Ratte. Jetzt hat er schon reingedrückt. Gut, da hat jetzt nicht so viel aushalten. Macht langsam. Ihr Knilche. Okay, das noch eine. Ist hier nochmal so viel verschlungener Pfad, ja? Oh nein. Oh oh. Ah, gut. Jetzt traue ich mich auch nicht mehr an die Kisten ran. Hier. Oh. Eine große Scherbe. Schön. Gut, okay. Zumindest habe ich noch ein bisschen was zum Erkunden. Das ist schon mal eine nette Sache. Wird zwar bestimmt nicht ewig gehen. Dann werde ich mich wohl den dämlichen Boss stellen müssen. Wäre schön, wenn der Magier hier irgendwie wegbleiben würde. Okay, Ratte. Hä? Ist das hier, wo ich am Anfang gewesen bin? Das bin ich kurz verwirrt, weil ich bin am Anfang irgendwo blöd, ganz blöd runtergefallen. War das hier? Das ist doch kacke so. Ah, gut, okay. Nee, oh ja, nicht schon mal noch irgendwo runterfallen. Geil. Oh, da liegt eine Leiche. Scheiße. Ah, hier ist das. Gut. Okay. Gut. Den kann ich ja jetzt eigentlich schon mal zurück. Dann habe ich das bloß von verkackt. Ah, das bedeutet aber auch nur Boss. Scheiße. Da habe ich wohl keine großen Alternativen. Hm. Kann man hier irgendwie rinfallen? Ja, wo führt mich das denn jetzt hier schon mal hin? Jetzt, dass mal alles so verschlungen sein muss. Okay, hier ist eine Pfütze. Da ist ein Loch.
Hä? Ach so. Okay, jetzt bin ich immer irgendwie total bescheuert im Kreisrand. Ich hoffe, der bleibt ausgeschaltet. Das wäre natürlich ideal. Ja, so, genau. Erstmal wieder den Weg peilen. Hier hoch, runter, links, rechts. Kannst du dich an einer Tour verlaufen? Und jetzt wieder hier. Genau, genau. Hier alles ein bisschen ausweichen. Zack, zack, zack. Gehen wir weg. Hier hinein. Ja, jetzt verfolgen mich die Viecher. Die ganze Zeit links. 3000. Auch schade. Obwohl, ein Level ist es, glaube ich, ja nicht mehr. Reicht bei mir nicht. konnte ich den nur einmal rufen? Oder geht das zufälligerweise nur als Mensch? Das ist immer so eine Sache, das weiß ich immer nicht. Ich glaube, das geht bestimmt nur als Mensch wahr. Aber das war so ein elendes Riesenvieh. Das ist doch scheiße. Na ja, das mache ich da jetzt. Probier es einfach mal. Mal gucken. Na cool, ich habe ja keine Pfeile. Scheiße. Wäre ja auch eine Option gewesen, wa? Obwohl, warte mal. Nee, nee, nee. Komm, bevor wir hier irgendwas Dummes starten. Ich kann ja nochmal zurück. Da war doch hier der eine Händler. Hat der Pfeile? Scheiße, wo geht denn das hier nach oben? Ja, cool. Ja, ja, keine Orientierung. Hä? Ging das hier nicht irgendwo hoch? Ich blöd. Ach da. Ach nee, ist ja runter. Weil dann rüste ich mich doch lieber noch mit ein bisschen Scheiß aus. Weil wenn ich drauf gehe und es ist weg, ist ja auch ehrlich. Ja, ja. Gegenstände kaufen. Was hast du denn so Schönes? Blitz hinzu. Kostet aber gleich mal 1000. Standardpfeil. Kostet nur 10. Wie viel kriege ich denn für den Scheiß? Meine ganzen Batzen einpacken? Was wiegen die eigentlich? Weiß keiner so richtig, wa? Ich will ja jetzt hier nicht hier mit 300 Pfeilen rumrennen. Im bestimmten Stolz ist Gewicht. So was Feuerpfeile wäre irgendwie noch geil gewesen. Komm hier, Hauptsache mein Scheiß ausheben. Holzpfeil, 3. Naja, komm, das ist ein bisschen Larifari. Oh, hier gibt's ja auch mit Rüstung, hab ich von hier gesehen. Oh, ja, guck mal an, Junge. Das ist alles schwerer Kram, oder? Oh, 12, 15, 10, 10.000. Oh, Stiefel des Erkunders. Gut, das hat aber auch alles hier. Obwohl, gewichttechnisch geht noch. Außer halt die Rüstung. Okay, okay, okay. Und das hier ist verschlossen. Aber geht das auch irgendwie auf? Weil da muss es ja auch irgendwo hingehen. Oh, ist so. Ehrlich. Gut, okay. Ich habe ein bisschen Pfeile ausgegeben, alles klar. Dann ist der Verlust nicht so hoch. Na, jetzt muss ich auch noch ausrüsten. Dass man hier mal alles separat machen muss. Was soll ich denn hier noch alles? Oh, ich habe ja ein paar Brandpfeile. Naja, machen wir erstmal Standard. Wie ist denn das hier mit dem Gewicht? Bei den Pfeilen. Oder zählt das hier nicht? Das wäre auch mal echt interessant.
Bin ich jetzt langsamer als vorher? Weiß keiner. Ja, komm, einfach mal rein. Und die ganze Show ist nochmal probiert. Kommt die Sequenz jetzt jedes Mal? Okay, also eben von hinten war scheiße und von vorne war auch scheiße. Also muss ich mehr von der Seite. Ach, wenn der läuft, macht der auch Schaden. Na danke. Was ist das denn? Nicht vor dem, nicht vor den. Ich glaube, das ist nicht gut. Na. Hat er mich jetzt einfach ergriffen? Autsch, jetzt bin ich doch bestimmt tot, oder? Hört doch gar nicht auf. Heilung. Mal Pfeile probieren. Ich kann den nicht richtig anvisieren. Wow. Ja. Also meine Pfeile sind ja nicht gerade stark. Scheiße. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Rollen ist auch nicht so geil, gell? Das fällt mir auch nicht, wie der da steht. Oh, das war auch nicht gut. Der schluckt mir ein bisschen zu viel, der Kollege. Kann der nicht mehr. Oh, wenn der mich trifft, das wird doch übel. Ach, da kann man nur noch runterfallen. Na toll. Ganz mies. Habe ich den überhaupt getroffen mit meinen Pfeilen? Oh, gibt es denn hier keine Ecke, wo man sich mal ein bisschen verschanzen kann? Oh. Okay. Macht zwar übel wenig Schaden. Oh, nee, nee, der läuft doch gleich, oder? Okay, wenn ich das so 5 Stunden mache, dann kriege ich den auch hin. Scheiße. Mmh.
Na, nee, es fällt mir nicht. Komm, machen wir noch 3 Stunden. Jetzt ist ja nicht mehr anvisiert. Oh. Ja, wenn die Pfeile noch ein bisschen mehr Schaden machen würden, wäre das echt geil. Ne? Okay, das wird zwar ewig dauern. Aber wie ist? Okay, wenn er jetzt sich großartig ändert. Wie viele Pfeile habe ich noch? 160. Ah, komm, 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 komm. Keine dummen Fehler machen. Mensch, die Hälfte habe ich doch schon. Kann ja nur noch 3 Stunden dauern. Oh, vor allem 25 Schaden, das ist nichts. Oh, oh, nein, 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 komm, 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 komm. Geil, wenn er mal irgendwie so eine Schwachpunktstelle hätte. Ja, ich bin geduldig, ich bin geduldig. Ja, bloß keine unnötigen Risiken. Der Kerl stellt sich zum Glück etwas dumm an. Ich hoffe, das ändert sich nicht mehr. Okay, es war kein schöner Kampf, aber solange wie ich ihn gewinne, ist alles egal. Ja, oh, oh, jetzt verfolgt er mich ein bisschen. Hey, hey, hey. Er lässt mich gerade nicht so. Was ist denn jetzt hier mit dem los? Oh, 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 mach mal langsam, Kollege. Nur wohl an der Seite. Ah. Hä, oder beiseite? Nein, aber oh, der ist ein blöder Schwanz, scheiße. Komm, so viel fehlt doch nicht mehr. Okay, der macht jetzt mehr Schwanzattacken eindeutig. Ist ein bisschen ungeil. Ach, ich bin jetzt nervös, ich zittere schon, ja. Mann. Der darf dich nicht erwischen. Oh, oh.
Komm, wir kriegen das hin, das krieg ich hin. Bloß nicht übermütig werden. Oh mein Gott, dass ich so viele Pfeile eingepackt habe. Ja, komm, viel fehlt nicht mehr. Ja. Ah, oh, schick. Oh, geil. Das war jetzt sehr mühselig, die ganze Scheiße. Hammergeil. Den müsst ihr irgendwie hingekriegt. Schick. Ich hätte hier noch einen zweiten Boss geschafft. Oh, 25.000. Oh, nice. Zeige immer noch so leichten Dattrich. Achso, ist ja keine Tür. Puh, das macht mich jetzt hier ganz irre. Das ist auch keine Tür. Kann ich etwas öffnen? Nö. Hä? Muss ich jetzt wieder zurück oder wie? Verwirrung. Ich dachte, das ist jetzt sowas wie ein Bossfight gewesen. Also storytechnisch. Versuch's mit Springen ja mit Sicherheit nicht. Ha, bin ich bescheuert. Oder ist da irgendwas, was ich nicht. Man weiß ja nie. Nee. Da ist nichts. Nee. Also müsste ich jetzt eigentlich erstmal meinen Scheiß in Sicherheit bringen. Oh, mein Gott, dass es geklappt hat. Dann war das ja eigentlich perfekt, da oben diesen E-Knilch wegzulünchen. Sauber. Das freut mich gerade übel. Schön, dass auch zur Abwechslung mal was funktioniert. Und so ja ohne den Kollegen hier. Nette Sache, aber wo ist denn jetzt hier der Hauptweg weiter? Das verwirrt mich jetzt noch immer ein wenig. Ich dachte, das ist hier der Hauptweg. Ha. Oder kann ich jetzt mit diesem Schlüssel hier das hier aufmachen? Tatsache. Da springe ich jetzt aber nicht einfach so dumm drin. Ich bin doch nicht bescheuert. Toll, jetzt hast du da diesen komischen Blob da rumeiern. Ich würde das Zeug aber gerne definitiv in Leveln investieren. Also nochmal zurück zum Feuer. Weg. Schnell. Schön, ich habe noch einen zweiten Boss halt geknackt. Nice. Ist doch mal ein bisschen nett, mal noch ein bisschen Fortschritt. So lobe ich mich das. Komm, eile. Wollte ein paar schöne Level abgreifen. Ist halt nur die Frage, wenn ich da jetzt in ein Ding darin springe, was kommt da wobei raus? Erstmal Ausrüstung reparieren, ne? Bevor wir alle Kohlenlevel ausgegeben haben. Schöne Sache. Oh, das freut mich gerade übel. Oh, aufsteigen. Auf jeden Fall Vitalität und Kondition. Das geht immer. Stärke für das Schwerter. Oh, schön, das sind jetzt aber, weiß nicht, Beweglichkeit für den Bogen. Mache ich da noch ein bisschen was drin? Resistenzen, oh, wäre ja eigentlich auch nicht so falsch war. Ah, komm, einen zusätzlichen Punkt kann man ja mal rinklatschen. 1700 habe ich noch. Alles ist erstmal soweit erledigt. Schön.
weiß nicht, springe ich da noch in das Ding runter? Oder was es da sein soll? Ich kann es mir ja noch angucken, oder? Wenn ich es mir jetzt schon erspielt habe. Cool. Ich habe schon wieder einen Boss gelegt. Nett. Ja, da waren aber die anderen Bosse. Da war ich ein schwieriger. Also da ich ein schwerer getan. So, ja, da ich noch 1700. Na komm, da kann ich doch noch mal ein paar Pfeile nachkaufen. Ne? Hat zwar übel wenig Schaden gemacht, meine Pfeile, aber. Aber es lief doch. So, her mit dem Scheiß. Gut. Ich weiß auch gar nicht, bin ich hier eigentlich immer noch richtig? Ist das Hauptweg? Warum sieht man hier so wenig? Da kommt bestimmt denn so schnell kein Feuer, oder? Warum ist denn das hier so grün? Lass mal hier ein bisschen umgucken. Aber runter gucken kann man auch nicht, oder? Aber da drüben, da war doch eine Leiter. Okay, hier schon wieder ein neuer Spielabschnitt. Gut. Also schneller Leitern klettern wäre mal irgendwie nett, das zu wissen. Oh, ich sehe doch hier Spinnenweben. Ich halte es nicht aus. Kann man damit irgendwas machen? Mal gucken, ich will hier nicht falsch machen. Wenn ich jetzt hier runterspringe, komme ich auch nicht mehr hoch. Kann das sein? Warum sind da Blutlachen? Oh, sag mir bitte nicht, es sind einfach Spinnen. Oh, was ist das? Okay. Wenn der mich nicht runterschmeißt, halt es hin. Ey. Gut. Das haben wir auch überstanden. 500. Mensch, jetzt sitzt auch langsam mal ein bisschen mit den ganzen Seelen besser voran. Aber optisch bin ich hier gerade noch nicht so richtig überzeugt. Sind das jetzt nur so eine dicken? Ich hoffe nicht. Schandstadt. Oh, Tatsache, nur so ein dicker. Das wird ja jetzt übelst mühselig. Zum Glück sind die langsam. Cool, jetzt kriege ich ja so eine blöden Jauchkügelchen. Oh. Hey, der hat mich ja fast vergiftet. Okay. Und wieder einer weg. Orientierung. Oh, was sind das jetzt schon wieder für welche? Erinnert mich gerade hier bei Demon's Souls, weiß ich, diese in Sumpflevel. Die halten ja auch recht viel aus. Ist ja eklig. Oh. Macht langsam, Leute. Okay, das ist ein bisschen gefangen, soll mir recht sein. Na cool. Hat auch eine Menge Schaden ausgeteilt. Hässliches Biest. Könnte
Konnte man da drüben nicht irgendwie hin? Lag da nicht irgendwas? Das ist jetzt ein bisschen nervig, dass es hier so dunkel ist. Ne, ich höre doch schon wieder irgendwas. Was giftig? Was ist denn nun? Wieso ist denn jetzt giftig? Ich habe irgendwas getroffen. Oder ist es das Zeug, worauf ich stehe? Scheiße. Hatte ich hier nicht irgendwas für Antigift? Ist das kein Gift? Scheiße. Lila Moos? Ah, gut. Gut. Aber wie habe ich mir das jetzt eingefangen? Habe ich irgendwas hier mitbekommen? Ja, ah, da hat er. Siehst du gerade, da schießt du gerade irgendwie mit Pfeilen auf und Scheiß. Ah, so ein Penner. Also der hat mich vergiftet. Danke. Und ich habe nicht Heilungs. Hab keinen Heilungsscheiß dabei. Was ist denn das? Eine Holzpuppe? Oh. Komm, bevor ich drauf gehe. Oh, das war jetzt dünn. Habe ich da jetzt noch mehr oder war es nur das eine? Okay, das verringert das zumindest. Scheiße. Müsste man doch mal ausrüsten, oder? Na, wo ist der hin? Okay, hier war ich gerade. Hier habe ich die anderen hier gestreckt. So optisch ist die Ecke hier gerade aber irgendwie voll kacke. Ich erkenne kaum was. Zumindest nicht vernünftig. Oh, das sind auch schon zwei. Nein. Geh weg. Also Waldsicht ist ja quasi nicht vorhanden. Boah. Geht das da hinten in so eine Art Sumpfgebiet? Stand hier nicht eben auch noch einer? Ja, da sind unser Klopper schon wieder. Ja, natürlich, ich müsste es clever, dass so viele sind. Wo ist nur einer? Ja. Der hat gesagt, Vorsicht, Schatz. Das sieht aber eher so aus, als könnte ich runterklatschen. Ich sehe nämlich nicht viel. Muss ich hier springen oder? Ich erkenne es nicht, ey. Das ist echt ätzend. Große Seele. Und was sagt der? Vorne. Cool. So absolut nichts haben. Ich versuche ja irgendwie die Orientierung zu behalten. Also ich müsste denn doch von der anderen Ecke, aber wenn ich jetzt hier runterspringe, komme ich da nicht mehr hoch, oder? Hinten ist ja ebenfalls noch was. Muss ich da denn hier auch von hier aus springen? Oh, wo geht denn man das ja alles hin? Das ist jetzt natürlich alles ein bisschen. Jetzt, wo ich keine so richtige Peilung habe,
Oh. Schattenmaske? Okay. Wie ich denn jetzt... Du musst echt aufpassen, wo du hinläufst. Ich habe hier null Orientierung gerade. Ich höre es bloß irgendwie fauchen im Hintergrund. Aber sehe tue ich immer noch gar nichts. Oh. Leute, von wo? Scheiße, von wo? Wie komme ich denn da jetzt hin? Ist ja jetzt nichts weiter, jetzt wäre hier gerade mal gucken. Will aber noch mitnehmen, bevor irgendwas passiert. Ach, hier ist eine Leiter. Ah. Nee, hier oben war ich doch eben. Wie komme ich schon da hin? Wie kam der jetzt hierher? Oder ist der von oben irgendwo reingefallen? Ach Leute. Und ständig hängen hier irgendwelche Balken hier im Weg. Ja, wenn ich jetzt hier springe, fliege ich runter. Das weiß ich doch jetzt schon. Kacke. Also doch irgendwie weiter hier lang erstmal. Finde ich alles ein bisschen unpraktisch. Das ist wirklich wie das dämliche Sumpfgebiet. Was ist denn das? Sind das Hunde? Oh, das beschießt mich doch schon wieder in so eine Giftscheiße, oder? Null Orientierung. Oh, Leuchtfeuer. Mega. Schicke Sache. Aber jetzt muss ich mich kurz halt noch... kann man da hin? Ich will jetzt hier nichts unnötig riskieren. Schon ein Hund? Was, runterklettern? Oh, jetzt sitzt hier schon wieder 20 Wege. Ich habe doch ja keine Peilung. So, jetzt habe ich das zwar aktiviert, aber werde ich beim nächsten Mal hier dann auch, wenn ich sterbe, jetzt hin teleportiert? Das ist jetzt natürlich eine andere Frage. Kann ich hier so springen oder ich drauf? Alle tot? Gut. Mal sagen, wie jetzt hier noch rumballert. Kommt da so ein blöder Hund von hinten an die Hand? Möchte ich hier weiter? Nee, ich glaube nicht. Oh, da ist noch so ein Hund. Na, komm her. Oh, die können ja Feuer speien. Hey, sag mal. Oh, das hat mir jetzt auch... Schmeißt sie mich hier runter?
Okay, ist eine hässliche Brücke. Oh. Junge, Junge, Junge. Ich hoffe nur, dass ich da am Leuchtfeuer wohl auftauche, wenn ich wirklich drauf hier hin sollte. Vor mir Feind. Dass sich die Balken aber auch optisch überall im Weg hängen müssen. Ich kann nichts anvisieren. Ist da nicht ein Hund? Ach, der ist kaputt. Oh, nee, da will ich nicht hin. Oh, da liegt noch was. Menschlichkeit. Okay. Oh, ich muss ja dringend von diesem Nibelkroner, ey. Da hinten liegt auch noch was. Kommt der da jetzt schon wieder hin? Bewegt sich der Mist jetzt hier wieder? Oh. Geht das überhaupt weiter? Ich erkenne das nicht. Das ist einfach nur so ein schmaler Balken. Oh Leute, ich sehe nicht so richtig, wo ich lang muss. Nee, an dem Balken da ist doch Ende, oder? Ja, irgendwo irgendwie mal eine Lampe hier hinhängen. Wäre ja auch mal schön. Na siehst du, da hätte ich auch nicht weiterlaufen können. Also muss ich jetzt wieder hoch oder wie? Also erstmal den Weg wieder hochfinden, Mensch. Wo war denn hier die blöde Leiter? Kannst du dich hier auch innehmen? Cool, jetzt muss ich hier wieder zurück oder was? Geschicklichkeitsgedöns, das ist ja meins. Viel Erfolg. Naja, ging nur noch. Wenn ich es hinkriege, kriegen das andere auch hin. Ne, da kriege ich noch kein Level. Oder? Ich glaube, es reicht nicht. Ich weiß nicht, bei wie viel war ich denn schon? 4, 6, 7.000? Das ist jetzt die Frage. Muss man weitergehen? Oder mache ich für heute Schluss? Mal so schnell wird ja auch jetzt nicht nochmal ein Leuchtfeuer kommen, oder? Oh, da ballert mich da schon wieder einer mit seiner Giftkacke. Oh, hau ab. Nee, ich glaube, ich mache dann an der Stelle erstmal Schluss. Also, wie das aussah, jetzt ist noch ein Stückchen. Oh, warte mal. Da hinten ist aber noch was. War dann auch eine Leiter, wie ich da hinkommen kann? Habe ich da bloß eine Leiter übersehen? Hm. Nee, wie ich da jetzt hinkomme, weiß jetzt genau. Scheiße. Gut, gut, gut. Ich glaube, das hätte jetzt ja Video jetzt schon mal eine ganze Weile. Zwei Bosse habe ich geschafft. Im neuen Gebiet bin ich auch. Will ich mich doch erstmal hier nicht besperren. Ich hätte jetzt zwar nicht erwartet, dass es jetzt hier so ein Kackgebiet wird. Also wie das aussieht, geht das noch ein Stücke. Also mache ich hier dann erstmal für heute Ende. Und dann sage ich damit, naja, wenn es interessiert, dann bis zum nächsten Mal.